The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über Wasser. Und wir wissen ja alle, dass wir ja zu 80% aus Wasser bestehen, je nachdem, welches Organ wir da rannehmen. Und somit ist Wasser auch eins unserer elementaren Grundnahrungsmittel oder Grundüberlebensmittel. Und wenn die Menschen zu mir ins Charisma-Training kommen, dann wollen die immer Gesundheit und Charisma in der Pille. Genauso wie sie zum Arzt gehen und auch da die Gesundheit in der Pille haben wollen, kommen sie auch zu mir ins Coaching und wollen Gesundheit bzw. Ausstrahlung in der Pille. Nun gut, Pille haben wir nicht, aber Wasser haben wir. So, das heißt, seit Jahren empfehle ich eben das Wasser von Sinus Life, weil es eben die Ausstrahlung unterstützt, indem es einfach die Gesundheit unterstützt. Und dazu habe ich den Hans-Jürgen Hölkel hier jetzt vor der Kamera und vor dem Mikrofon, einer der Führungskräfte bei Sinus Life. Und ich bin froh, dass er heute dabei ist. Und er wird uns jetzt mal erzählen, warum wir besser gefiltertes, gesundes Wasser trinken, anstelle von irgendwas, was wir nicht wissen, was drin ist. Lieber Hans-Jürgen, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen lass uns einfach den Geschmack dieses tollen Wassers. Sehr, sehr gerne, Andreas. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und Wasser ist Leben, wie du so schön gesagt hast, Andreas. Und ich habe dieses spezielle Wasser von der Firma Sinus Life vor über 6 Jahren mittlerweile persönlich kennengelernt. Und was mir einfach hier oder wie es mir persönlich ergangen ist, das hat mir einfach fasziniert und deswegen wollte ich zum Thema Wasser einfach mehr wissen. Und es gibt ja sehr viele verschiedene Sachen und da will ich gerne euch allen ein bisschen was erzählen. Also wie gesagt, mein Name ist Hans-Jürgen Hölkel, bin 40 Jahre jung oder alt, wohne und lebe mittlerweile in dem schönen Tirol. Ich sage mal, zwischen den Bergen, schönes Bergwasser, was links und rechts runterfließt. Und bin hier richtig, richtig glücklich. Mache das Ganze mit meiner Partnerin, die auch hier wahnsinnige Erfahrungen zum Thema Wasser, gerade in gesundheitlicher Hinsicht hat. Aber da kann ich ja später noch ein bisschen mehr sagen. Was fasziniert mich an dem Wasser von Sinus Life? Und wie du schon schön gesagt hast, lieber Andreas, ist ja Wasser das Lebenselixier, unser Grundnahrungsmittel. Also das heißt, das ist das allererste, die Basis, wenn man über das Thema Ausstrahlung, Gesundheit, Energie spricht. Und dass Wasser sauber ist, das halten wir alle immer so für selbstverständlich, weil wenn man den Wasserhahn aufdreht, es fließt Wasser, es kommt sauberes Wasser raus aus dem Wasserhahn. Nur, dass da sehr viele Sachen drin sind, die wir jetzt nicht sehen. Aber da kann man ja Dr. Google aufmachen, sage ich immer, und nachvollziehen, okay, Trinkwasserqualität, Medikamentenrückstände, Hormone, Herbizide, Pestizide, das ist ja in den letzten Jahren extrem angestiegen. Und was vielen nicht bewusst ist, weil es sehr viele, also ca. 60-70% der Menschen gar nicht Leitungswasser, das bestkontrollierteste Lebensmittel, zu sich nehmen, sondern zu Flaschenwasser, in der Regel in Plastikflaschen greifen, weil es ihnen gar nicht bewusst ist, dass es hier auch zwei verschiedene Verordnungen gibt. Also wie ich schon gesagt habe, Leitungswasser, das bestkontrollierteste Lebensmittel, also ist viel besser wie Flaschenwasser kontrolliert. Aber man denkt halt so aufgrund von Werbung und so weiter, hey, das in der Flasche ist besser, was aber gar nicht so ist. Also das heißt, man hat extreme Belastungen, aber das ist so die Basis, dass ihr sauberes Wasser habt, frei von Medikamentenrückstände, von Hormonen, Herbiziden, Pestiziden und so weiter. Aber dann geht es ja um mehr. Also Wasser ist ja ein Lebenselixier, wie wir schon gesagt haben, dann geht es darum, Übersäuerung, Säurebasenhaushalt. Haben sehr viele Menschen, wie du wahrscheinlich auch in deinen Gesprächen mitbekommst, sehr viele, ein elementares Problem. Und daraus resultieren natürlich auch sehr viele Wehwehchen, nenne ich es jetzt einfach mal so, bei vielen Menschen,
weil viele Menschen einfach übersäuert sind durch Stress, Elektrosmog, durch die Ernährung, aber auch, das was man unterschätzt, natürlich das Trinkverhalten. Hm. Weil das ist so unsere Erfahrung, wenn wir mit Menschen sprechen, die Masse trinkt einfach ja saure Getränke. Man denkt immer so, ja, die Apfelschorle ist wegen den Vitaminen das Getränk, auch für Kinder. Und wenn man halt da genau hinter den Spiegel mal schaut, ja, wie schaut denn das mit dem Säurebasenhaushalt oder grundsätzlich mit der Säure bei solchen Getränken, bei Softdrinks, was ja sehr viele Menschen zu sich nehmen und ständig und regelmäßig zu sich nehmen. Das ist immer so meine Botschaft, weil ich trinke auch gerne mal einen Kaffee. Ich trinke auch gerne mal ein Bierchen. Ich trinke auch gerne mal irgendwas anderes. Nur das, was ich immer regelmäßig mache, das sollte einen gewissen hohen Qualitätsstandard haben. Und so Softdrinks, die sind von der Säure her vergleichbar wie Essig, also pH-Wert 3. Und jetzt muss man sich nur mal überlegen, okay, könnte ich jetzt so ein Glas Essig zu mir nehmen? Also eher nicht, gell? Aber durch den Zucker, durch die Zusatzstoffe in diesen Getränken ist es halt einfach möglich. Nur das übersäuert halt unseren Körper enorm. Mhm. Also das heißt, mir fehlt Sauerstoff. Und Sauerstoff, glaube ich, brauchen wir auch nicht so, wie soll ich sagen, diskutieren oder groß sprechen, weil halt mal eine Minute die Luft an, dann wissen wir, wie wichtig der Sauerstoff ist, gell? Und das ist ja dann unserem Körper vom ganzen Stoffwechselkonzept und so weiter in unserem Körper einfach sehr, sehr wichtig. Also das heißt, wir haben basisches Wasser. Mhm. Ist aber eins wichtig zu sagen, weil das wird immer oft so mit so Basenkonzentraten, die man in der Apotheke kaufen kann, verwechselt. Gell? Und das ist unseres nicht. Also wir geben keine Mineralien ins Wasser zu, dass das basisch wird, sondern das ist ein spezieller Vorgang, das nennt man Ionisierung. Also das Wasser wird ionisiert. Da haben wir verschiedene Produkte dazu. Und dadurch erhebe ich den Basenwert vom Wasser. Ja? Und das neutralisiert die Magensäure nicht, weil das habe ich beim Basenpulver definitiv. Und deswegen sollte man das auch nur zyklusmäßig machen, einmal 6 Wochen, also eine Kur, am Abend nur ein Glas trinken und so, aber nie ständig und regelmäßig. Und unser Wasser, das ist ein sogenanntes ungepuffertes basisches Wasser, also nicht künstlich hergestellt. Mhm. Dann, was noch mit dabei ist, das meiner Meinung nach das Wichtigste ist, und zwar Antioxidantien. Antioxidatives Wasser, elektronenreiches Wasser. Und Elektronen sind so die Lebensenergie von uns Menschen, Lebensenergie von Obst und Gemüse. Gell? Warum sind die so schön frisch und knackig, wenn man die Karotte von der Erde rausnimmt? Und wenn man das Wasser in der Karotte misst, dann ist es ein antioxidantes Wasser. Es sind alles belegbare Werte. Und, und unser Körperwasser und unsere gesunde Zelle hat eine sogenannte negative Spannung, also die ist minusgeladen, nennt man das. Gell? So, nur wenn die minusgeladen ist, ist sie gesund. Dreht sie das, dann ist man halt einfach nicht mehr gesund, ganz einfach. Mhm. Und unser Wasser ist minusgeladen, also es heißt elektronenreich. Und Wasser, deswegen sagt man auch das Jungbrunnenwasser. Zu diesem Wasser gibt es ja Bücher von Dietmar Ferger, ein Ingenieur und so weiter, ist halt das größte Antioxidant auf der Welt, also nicht vergleichbar mit den Vitaminen, gell? Aber vom antioxidativen Wert. Und das bringt einfach mehr Lebensenergie. Und das habe ich selber erfahren dürfen beim Sport, schnellere Regeneration, mehr Konzentration, weniger Schlaf, gell? Besserer Schlaf, aber weniger Schlaf. Also das sind alles so Themen, die man hier richtig positiv mit dem einfachen Produkt oder Lebensmittel Wasser hier sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach letztendlich in Verbindung bringt. Was mich persönlich auch nochmal sehr motiviert, das ganze Plastikthema, Umweltthema. Ich glaube, wir sind einfach in einer Zeit, wo wir wirklich jeder Einzelne enorm gefragt ist, hier einen Beitrag zu leisten. Und wenn man sich schaut, diese Milliarden Flaschen, die in der Minute weltweit produziert werden, das überhaupt keinen Sinn macht. Und ich glaube, da ist genau der Ansatz, den wir mit dem gesundheitlichen Aspekt oder präventiven Aspekt, so nenne ich immer eher, also wirklich Prävention zu machen und dadurch einfach fit zu sein und lange gesund zu bleiben. Genau.
Also ich meine, ich habe ja so einen Ionizer bei mir in der Küche stehen. Hm? Der wird ja eingebaut zwischen dem Wasserhahn, Spüle aus dem Bereich, holt er sich das Wasser raus und dann wird das Wasser auch gefiltert. Genau. Und ich muss dazu sagen, dass wir hier in der Gemeinde jetzt über Jahre hinweg das Problem hatten. Die Gemeinde vermutet, es liegt daran, dass wenn es sehr warm wird, dass sich irgendwelche Bakterien bilden im Ortswassernetz. Und jetzt haben die über Jahre hinweg oder über viele Monate hinweg geklort. So, also sie haben das Wasser geklort und damit war das auch als Trinkwasser nicht geeignet. Man hat das beim Duschen gemerkt, dass man so ein bisschen dieses Schwimmbad-Feeling hatte mit dem geklorten Wasser. Mhm. Und wir mit dem Filtersystem, mit dem Ionizer von Sanus Life, dieses Gerät erzeugt auf dem linken Hahn eben basisches Aktivwasser und auf dem rechten Hahn, ich sage es mal so, Abfallwasser hätte ich jetzt fast gesagt, ja. Also das ist säurehaltiges Wasser mit den ganzen Schadstoffen. Mhm. Und immer wenn ich Coachings habe oder hatte, dann habe ich dann meine Coaches das mal riechen lassen, wie verklort das war, ja. Also das war, das Abwasser sozusagen. Das Abwasser, also dieses Gerät holt ja 99,x% aller Schadstoffe aus dem Wasser raus, ja. Und somit war ich einer der wenigen in dem Ort, die das völlig wurscht war, was da in der Gemeinde reingeklort wird. Aber das ist, also wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, nach Hause komme, also was ich somit am meisten an meinem Zuhause vermisse, ist tatsächlich dieses Wasser. Man gewöhnt sich dermaßen dran, ja, ob es auch das Antioxidantien-Thema, ob du den Blumen nochmal 3 Tage Lebenszeit schenkst, indem du die in das Wasser eintauchst, ja, ob du einen welken Salat nochmal ein paar Tage Lebenszeit schenkst, ja. Und jeder Schluck, jeder Kaffee, jedes Nudelwasser ist eben basisches Aktivwasser. Also es ist ganz zu schweigen, dass das, wenn meine Coaches das hier trinken, das ist ja so weich im Abgang, ja, das geht ja, das ist ja so fein und weich im Abgang, das ist ja einfach nur toll, ja. Ja, weil es fein geclustert ist, das Wasser, also das ist ein sogenanntes hexagonales Wasser, also auf Deutsch gesagt 5 bis 6 Wassermoleküle pro Wassertropfen. Das heißt, es ist sehr weich, es ist feinstofflich und ist dadurch auch zellgängig. Also der Körper nimmt es viel einfacher und leichter auf. Und viele unserer Kunden, die mit dem Wasser beginnen zu trinken, die sagen immer, hey, wenn ich das Wasser am Anfang trinke, ich kriege immer so einen trockenen Hals, immer mehr Durst. Ja, warum? Weil die meisten Menschen dehydriert sind und dieses Wasser zuerst mal auffüllt, sage ich mal, gell? Also den Wasserhaushalt auffüllt und dann sagt der Körper, hey, gib mir das Wasser, weil das tut mir gut, das bringt mir Energie. Eingeklastertes Wasser oder dass ihm das Wasser fehlt, wenn man in Urlaub ist, so wie du gesprochen hast, Andreas. Also mir ist das ganz bewusst aufgefallen bei meiner Tochter. Und meine Tochter war 3 Jahre, wie wir begonnen haben, das Wasser zu trinken. Und ich habe bis zu dem Datum, ich habe immer Sprudelwasser getrunken. Ich wusste das einfach nicht anders, gell, über die ganzen Themen. Und meine Kinder haben natürlich auch mit dem Thema Sprudelwasser, ist logisch, wenn du das selber trinkst, die Kinder machen das nach, was du vormachst. Auf alle Fälle habe ich dann umgestellt bei meiner Tochter und dann ist mir das so richtig bewusst worden, so nach 4, 6 Wochen, wenn ich zum Beispiel in Bayern, ich komme aus Bayern, wenn du in die Gaststätte gehst zum Essen und du bestellst dir Wasser, dann kommt automatisch Sprudelwasser an den Tisch. Mhm. Ja? Und dann habe ich schon gemerkt, wie der Sprudel so rauskommt und meine Tochter da von dem Glas getrunken hat und die hat ein Gesicht verzogen und da dachte ich, ey, die ist 3 Jahre und eigentlich sagt ihm der Körper wieder, ey, das will ich eigentlich gar nicht, das ist gar nicht gut mit CO2, also diesen Sprudel, ausatmen tun wir CO2 und so schütten wir es massenmäßig wieder rein. Und da ist mir das so richtig bewusst dann worden und und gerade auch das Thema Filterleistung, wie du vorher angesprochen hast, chlorfrei, Keime, bakterienfrei. Chlor ist ja noch das Wenigste. Gell? Also was man im Wasser alles vorfindet, gerade Schwermetallbelastung enorm. Aber unser Filter, wir haben zertifizierten Filter, also von akkreditierten Laboren. Das heißt, dass wir bis zu 99% von Schadstoffen rausholen. Aber jetzt kommt es, das Schlechte rausholen, diese Schadstoffbelastung. Aber das Wasser hat ja nicht nur schlechte Sachen,
sondern auch gute Sachen, die Mineralien, ja, und die lassen wir drin. Also das ist eine ganz spezielle Filterentwicklung mit Filterspezialisten aus USA und mit dem bekanntesten Mann, wenn es um Wasserionisierung, Wasseroptimierung geht, und zwar ein Südkoreaner, Sang Wang ist der Name. Und Sang Wang, der hat uns damals, oder Ewald Rieder, dem CEO von der Firma Sanuslife, die weltweite Exklusivität von seinem entwickelten Produkt gegeben. 2009 war das. Und ja, und die Firma Sanuslife gibt es mittlerweile seit über 15 Jahren, also seit 2006 am Markt. Und hier im Bereich Trinkwasseroptimierung. Wir müssen hier einmal aufpassen. Gesund, wir sind kein Gesundheitsprodukt, dürfen wir keine gesundheitlichen Versprechen mehr machen. Mhm. Wir merken nur bei sehr vielen Kunden, Geschäftspartnern von uns, dass es einfach wahnsinnig positiv beiträgt. Und was mir persönlich auch so gefällt, ist, dass es kein Luxusprodukt ist und kein Mehraufwand. Also den Menschen kostet das Produkt auch nicht mehr Geld. Weil wenn man schaut, die gehen vom Supermarkt raus mit Kisten von Plastikflaschen, zahlen das 50 Cent bis 1 Euro für einen Liter. Und wenn ich bei uns schaue, wenn ich das umrechne, kostet der Liter, sagen wir, zwischen 15 und 20 Cent. Ja, ja. Und das Schöne ist auch nochmal, wie du schon sagst, nicht nur zum Trinken, wir nehmen das zum Kochen her. Also wenn ich die Kartoffeln mache, beispielsweise Kartoffeln koche, du merkst einen Unterschied vom Geschmack. Das merkt man. Gemüse waschen, du kriegst dadurch, dass das so fein geclustert ist, das Gemüse wirklich sauber. Mhm. Kann man gerne testen, Tomaten einlegen in das Wasser, dann wird das Wasser so orangefarbig. Gell? Also da löst sich die Farbe von der Tomatenhaut. Also da haben wir verschiedene Tests und das ist einfach ja toll. Ja, ich meine, jetzt, ich habe jetzt mich vor 14 Tagen mit einer Ärztin aus Berlin unterhalten, ja. Und Berlin hat ja ganz massive Schwierigkeiten mit Medikamentenrückständen im Wasser, ja, durch dieses Ballungszentren und wahrscheinlich im Ruhrgebiet wahrscheinlich ähnlich, ja. Durch diese Ballungszentren kommen halt über die Abwasser und über die Toiletten und über das Ganze, diese ganzen Medikamentenrückstände ins Wasser. Und das ist ja ein mega Problem. Also das ist nicht nur, dass den Männern die Brüste wachsen, ja, sondern das ist ja auch was das Gesundheitssystem insgesamt anbetrifft, ein Riesenproblem. Ja, also da ist aber nicht nur das Thema Medikamentenrückstände, also das ist ein Thema, was enorm ist. Also einmal natürlich, weil immer mehr Menschen leider Medikamente zu sich nehmen, also die Bevölkerungsstruktur einfach älter wird, gell? Und durch Wasserlassen kommt es einfach wieder in unseren Wasserkreislauf. Das ist ja bewiesen, sagen wir jetzt zwischen 7 und 10 Jahre dauert das Ganze, bis wieder in unserem Wasserkreislauf drinnen ist. Aber was wir auch schon festgestellt haben, das sind auch Drogen. Denkt man immer gar nicht dran, gell? Aber wir haben in der Schweiz, in Österreich, bei Innsbruck weiß ich zum Beispiel, extrem hohe Kokainwerte. Ja, also extrem, gell? Und jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, also im Flaschenwasser wird es nicht getestet, einfach, weil die haben andere Verordnungen wie das Leitungswasser. Im Leitungswasser wird es auch nicht getestet. Also es wird gar nicht drauf geschaut, weil es gar nicht in den Werten mit dabei ist. Aber ich möchte nicht, dass ich persönlich das trinke, aber schon gleich dreimal nicht auch meine Angehörigen, meine Kinder und so weiter, weil das, glaube ich, ist klar, dass das nicht gesund sein kann. Man weiß jetzt ja auch zum Beispiel aus der Zeit so um den Zweiten Weltkrieg, dass zum Beispiel auch die Stadtwerke, sagen wir mal, immer dann, wenn im Rahmen der Kriegshandlungen eben die Bevölkerung ruhig gehalten werden sollte, wurden eben Mittel ins Trinkwasser eingelassen, ja, also um die Bevölkerung ruhig zu halten. Und das kann jetzt stimmen oder kann nicht stimmen und ich kann auch keine Quellen angeben, aber man spricht auch unter vorgehaltener Hand darüber, dass es auch heute im Rahmen von Corona und so weiter die Stadtwerke schon vorgesorgt haben, um Beruhigungsmittel da raufen zu lassen. Ja? Nun bin ich kein Verschwörungstheoretiker und ich im Prinzip ist mir das auch, weiß ich nicht, aber mit meinem Wasserfilter, den ich hier habe, was auch immer die da reintun, kann mir egal sein, ja. Ja. Kann mir egal sein. Ja, ja. Also da, man weiß nie, was da genau passiert. Und es, wie gesagt, es werden verschiedene Sachen gar nicht getestet. Und von daher, ich sage, ich mache mir autark, ich mache mir mein Wasser selbst in dem Bereich und nochmal mit einer ganz anderen Qualität. Weil viele denken ja immer, ja, der Wasserfilter, das ist ein Bereich, das Wasser zu filtern. Aber da muss man auch wiederum schauen oder aufpassen, das Wasser nicht tot zu filtern. Ja.
Weil das ist auch so ein Thema, es gibt ja sehr viele Produkte am Markt, aber sehr viele filtern halt das Wasser tot. Das heißt, die holen alles raus. Ja. Wenn man alles rausholt, dann habe ich destilliertes Wasser. Ja. Und destilliertes Wasser, weiß ich jetzt so, ist gut für die Autobatterie und so weiter. Aber jetzt für den Organismus ist es eher schlecht, weil gesundheitlich gesehen, sehr viele Menschen haben Mineralienmangel, haben Mangelerscheinungen. Ja. Aufgrund der Lebensmittel, auf der industriellen Landwirtschaft und so weiter. Und das heißt, wenn ich leeres Wasser in meinen Körper reingebe, damit ich das aus meinem Körper wieder rausbringe, muss es mit Mineralien angereichert werden. Das heißt, es raubt mir eher noch Mineralien. Und das ist einfach, da muss man schon sehr, 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 sehr bewusst nachschauen. Und wenn man auch wieder historisch schaut, also gerade das Wasser, was wir oder die Geräte, was das basische Aktivwasser so macht, ist ja nichts Neues. Das ist ja kommt aus Asien, Südkorea, Japan. Dort sind es medizinisch zugelassene Produkte. Also das heißt, dass die in Krankenhäusern stehen, die Geräte, also die Ionisierer, wie du gesagt hast. Nur da muss man auch wieder aufpassen, weil viele gehen dann ins Internet und bestellen sich irgendeinen so einen Ionizer aus Südkorea. Nur man muss immer schauen, dass man auch einen hat, der auch für das europäische Wasser geeignet ist. Mhm. Weil ganz wichtig, Asien hat keinen Kalk zum Beispiel. Und wir wissen selber, ob jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sind in Kalkgebieten mal mehr, mal weniger. Aber da muss das Gerät auch letztendlich funktionieren. Mhm. Und Südkorea, Japan, die Spezialisten und die Russen sind da sehr, sehr weit schon immer. Ja, dieses Wasser gibt es auch in der Natur. Zwar leider nicht mehr so viel in der Natur. Gell? Es gibt noch viele natürliche Quellen. Quelle Lourdes zum Beispiel oder in Pakistan Himalaya-Gebirge. Gell? Also die Hunzas, der Völkerstamm, die Hunzas, die, sage ich, mit knapp 100 noch Väter werden, mit 100 Jahren noch Väter werden. Was trinken die? Ganz mineralienreiches Bergwasser, was fein geklustert ist durch die Steine und so weiter. Minusgeladen, antioxidantes Wasser. Also das ist genau das Wasser, was von unseren Ionisierern rauskommt. Ja. Und ich glaube, wenn die da so alt werden und die so gesund sind und so weiter, dann kann das nicht schlecht sein. Also ich sage mir, also ich musste letztens schmunzeln, da hat der Bruno Württemberger, das ist einer der, ja, der Großen in der Coaching-Szene und ja. Der hat sich ein wenig beklagt, dass er jetzt irgendwie jahrzehntelang Osmose Wasser getrunken hat und jetzt wäre sein Körper komplett leer, mineralenmäßig total am Ende. Und dann hat er da ein bisschen geschimpft, sag ich mal, und hat gesagt, jetzt steigt er um auf eben antioxidantes Wasser und auf... Mir hat der Zahnarzt einmal das gesagt, also Tirol Zahnarzt, wenn der fragt, welches Wasser trinkst du und du sagst, ja, ich habe einen Filter zu Hause, dann sagt er, welchen Filter? Und Osmosewasser sagt er, sofort aufhören, weil die meisten Menschen aufgrund, also sagt der Zahnarzt zu mir, also behauptet nicht ich, sondern sagt der Zahnarzt zu mir, dadurch, dass ja der Mineralienraub da ist, verliert man Calcium, die Zähne brauchen Calcium, die Knochen brauchen Calcium, ist das natürlich schon ein großes Thema. Auch wiederum nochmal Coach, weil du Coaches nennst und so weiter. Anthony Robbins sagt vielleicht den einen oder anderen was. Also der Guru, sage ich mal, im Bereich Motivation und Bildung, der trinkt seit Jahrzehnten nur basisches Aktivwasser. Und der ist immer Energielevel hoch. Der sagt, okay, Wasser ist die Basis und deswegen basisches Aktivwasser. Ja, also ich meine, wenn man mal die Schwelle gegangen ist, dass man es mal getrunken hat oder probiert hat, dann lässt man es nie wieder bleiben. Das ist einfach gut. Ja? Genau. Ich meine, wir haben das, es gibt ja auch als mobile Karaffe und so, ja. Ja, aber habe ich gerade dran gedacht, genau für Urlaub, gerade jetzt auch Urlaubszeiten. Also ich bin auch sehr viel im Hotel unterwegs, jetzt mit Corona zwar nicht mehr so, aber sonst war ich immer sehr viel unterwegs in Hotels. Und da ist er mit dem Ionisierer, also mit dem fest angeschlossenen Gerät, immer schlechter. Aber wir haben eine Karaffe für unterwegs, eine richtig schöne, stylische Glaskaraffe mit einem Filteraufsatz für unterwegs, für Reisen. Mhm. Der ist auch von der Qualität, also Filtereffizienz, haben wir auch 95%. Und dann basisch antioxidant kleinstrukturiert. Und ich habe da wirklich mir erlaubt,
Tests ein bisschen zu machen. Haben wir ein paar andere Geräte, von was so am Markt gibt, auch, weil mir ist das immer wichtig. Weil ich will einfach auch mir selber bewusst sein, dass wir da richtig gute Produkte haben. Das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig, wenn ich das weiterempfehle. Und diese Glaskaraffe, die ist von der Qualität her oft besser wie manche fest installierte Geräte, die es so am Markt gibt. Gell? Ja. Und ich sage mir, für wirklich auch leistbar, der wo jetzt sagt, okay, du, ich habe jetzt nicht das Geld, kann man sich aber mit der Glaskaraffe wirklich auch sehr, sehr gut hier eine gute Wasserqualität nach Hause holen. Gell? Also ich meine, wie gesagt, bei meinen Coachings und so, wenn die Leute kommen, die bekommen das dann zu trinken oder auch bei den, zum Beispiel bei den, also überall da, wo Menschen in der Praxis kommen, zum Beispiel wird das gemacht, Heilpraktiker oder so, die lassen die Leute davon trinken. Mhm. Und wenn du das mal probierst und mal dafür sensibilisiert bist, dann magst du nichts mehr anderes trinken. Es ist einfach jeder Schluck ein bisschen Charisma. Das ist einfach so. Ja, also das ist definitiv so. Also diese Lebensenergie, diese Energie, die man da hat, auch Entgiftungsprozesse werden viel schneller angefördert und Gifte meiden ist einfach sehr, sehr wichtig. Und dann hat man wieder anderes Charisma. Und von daher ist Wasser schon wirklich die Grundlage. Ja, oder zum Beispiel auch ältere Herrschaften, die, also zum Beispiel, weiß ich von einer Heilpraktikerin, die hat gesagt, die trinkt also üblicherweise nur ein Glas Wasser am Tag, weil sie nicht mehr reinkriegt und so. Ja, und dann hat sie mir erzählt, dass sie auch so ein Gerät gekauft hat und seitdem trinkt sie eben ganz normal, weil es halt auch sehr weich ist und so weiter. Ja, ja, also da habe ich auch mal einen Therapeuten gefragt, warum ist denn das eigentlich so, gell? Dann sagt er, das ist ja ganz logisch, das hat wiederum mit Energie was zu tun. Viele ältere Menschen trinken im Laufe, also je älter das man wird, immer weniger. Warum? Weil die meisten Getränke, die sie zu sich nehmen, Energie abverlangen, damit sie das verstoffwechseln können. Also das heißt, sie müssen Energie aufwenden, um das überhaupt zu verstoffwechseln. So, mit zunehmendem Alter hat man einfach ein bisschen weniger Energie. Und jetzt sagt der Körper unbewusst, hey, gib mir nicht so viel zum Trinken, weil da brauche ich zu viel Energie. Der fängt zum Sparen an mit der Energie. So, dadurch, dass das Wasser hier Energie gibt, höherer pH-Wert, mehr Sauerstoff, wird zellgängig gemacht durch die Strukturierung, mehr Antioxidantien, was die Lebensenergie ist, sagt der Körper, hey, das ist einfach zum Aufnehmen, gib mir Energie, also gib mir das Wasser. Deswegen trinken, also genau das habe ich auch von sehr vielen, die wo dann auf einmal wirklich zum Trinken anfangen und einfach mehr trinken. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja, naja, das ist einfach gut. Also ich meine, wenn man auch so hört, so zum Beispiel Niedersachsen hat so stark Probleme mit der Landwirtschaft, Berlin hat so Schwierigkeiten mit allen möglichen Sachen, also mit Medikamentenrückständen und so weiter, Innsbruck mit Drogen, also ja, dieses Urvertrauen in das Wasser ist doch, oder grundsätzlich, das Urvertrauen in den Wasserwerken oder in den Behörden grundsätzlich ist ja die letzten 3 Jahre oder 5 Jahre ja, geht ja nahezu gegen null. Man glaubt ja den Verwaltungsbehörden ja gar nichts mehr. Ja, also ich zumindest glaube denen gar nichts mehr. Ja. Und da bin ich einfach froh, dass ich hier meinen Wasserfilter habe. Da können die draußen reinschütten, was sie wollen. Also mein Filter. Ist so, wir haben auch hier, ich glaube, vor 2, 3 Jahren in Tirol, gell, mitten in den Bergen, da war mir jemand vom Baugewerbe bei uns auf einem Vortrag und dann haben die eine Straße aufgerissen und eine Straße einfach komplett eine Sanierung gemacht. Gell. Und dann ist es so, dass da Erdreich abgetragen wird und dann wird das natürlich untersucht auf Belastung. Und das musste Sondermüll entsorgt werden, das Erdreich, weil solche hohe Belastungen im Erdreich waren, gell. So, und jetzt, wenn ich einfach logisch überlege, dann habe ich das im Wasser auch drin. Gell? Also da kann ich immer sagen, ja, also egal, wo ich, sage mal, regional bin, wir haben grundsätzlich, egal, ob ich jetzt in den schönen Tirol zwischen den Bergen bin, wo das Gletscherwasser runterkommt, gell, oder das Bergwasser, oder in der Schweiz oder in Deutschland, ich sage mal so, wir sind ja da hier, Gott sei Dank, uns geht es ja wirklich grundsätzlich sehr, sehr gut. Aber wir haben einfach hier das Thema, dass wir Schwermetallbelastungen, Herbizide, Pestizide und so weiter enorme Belastungen haben. Und diese Grenzwerte, also wie viel an Werten das getestet wird, ist die letzten Jahre enorm zusammengestrichen worden. Und auch die Grenzwerte sind immer nach oben gegangen. Gell? Und passt an, ja. Ja, also man richtet es so, dass es passt.
Und ja, von daher kann man wirklich da, sage ich immer wieder, zu jedem sehr einfach Prävention betreiben mit Wasser. Ja, und wie gesagt, es ist einfach auch gut für die Ausstrahlung, weil es einfach auch gesund macht. Ja, ja, ja. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt unseren Zuhörern schon mal eine ganz gute Information gegeben. Also Sie könnt auch hier unten gerne mal das Gespräch zu uns suchen. Das haben wir so eingerichtet. Und jeder, der das Wasser einmal probiert hat, wird nichts mehr anderes vermissen wollen, weil es einfach eben gut ist. Lieber Jürgen, schön, dass du heute da warst. Magst du den Menschen noch irgendwas ganz Persönliches sagen? Ja, sehr, sehr gerne. Also mich hat es auch sehr, sehr gefreut. Vielen lieben Dank, Andreas, für deine Einladung. Mir ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass diese Botschaft zum Thema Wasser, Lebensenergie, Charisma, Ausstrahlung, ja, dass so viele Zuhörer da mit dabei sind und, diese wichtigen Themen mitbekommen. Und mir wäre eins wichtig, dass so viele Menschen wie möglich einfach ja auch das weiter erzählen und weiter sagen, weil ich glaube, wir können schon zusammen, können wir da richtig bewegen. Auslösen und ich sage so, wenn jeder ein schönes Lächeln im Gesicht hat, lebt er sie auch für uns alle einfach schöner. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit und natürlich viel Charisma. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.